Dass die sich schnell ausbreitende Marienverehrung ihre Wurzeln in der Anbetung antiker Göttinnen sowie in anderen heidnischen Praktiken hat, haben wir bereits in einem früheren Kapitel dargelegt. Solche Verbindungen scheinen sich jetzt in späteren Kapiteln nur zu bestätigen. Die New Age-Bewegung schreitet zweifellos an vielen Fronten voran, nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jucken. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age-Trank genommen. Zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Bryn Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991, Zitat: Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Endlich. Das ist in der Tat ein prophetisches Wort. Doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Dieses Video heißt Die Jesuiten in unserer Zeit. Und eigentlich sollte so ein Video sehr, sehr lange gehen. Weil über die Jesuiten in unserer Zeit, über die Jesuiten in der Vergangenheit und auch über die Jesuiten wahrscheinlich in der Zukunft gäbe es eine ganze Menge mehr zu erzählen. Aber dies beschäftigt sich mit Kapitel 12 aus dem Buch Alle Wege führen nach Rom von Michael de Semlien und ist halt nur eins von 21 Kapiteln und ein Vorläufer zum Kapitel 13, Märtyrer und Heilige, wo ich nur einen kurzen Blick reingeworfen habe in Vorbereitung und ich mich schon wahnsinnig darauf freue, das Kapitel 13 lesen zu können. Aber 12 kommt vor der 13 und deswegen lesen wir jetzt heute das Kapitel Die Jesuiten in unserer Zeit. Auf Seite 135 in dem Buch für diejenigen, die eine eigene Kopie haben und gerne mitlesen möchten, mitverfolgen möchten, was ich gerade am Lesen bin. Eine wachsame christliche Organisation namens CRIB, das steht für Catholic Research Information Bureau, mit anderen Worten Katholisches Untersuchungs- und Informationsbüro, sprach eine deutliche und nüchterne Warnung aus. Zitat: Lasst euch nicht täuschen. Die römische Kirche ist wie ein Chamäleon, tolerant, freundlich, sehr moralisch und bestimmt im protestantischen England und Amerika. Doch wo es eine römisch-katholische Mehrheit gibt, ist sie ganz anders und kein Freund der Freiheit. Sie passt sich der Umgebung an und ist nie genau das, als was sie gerade erscheint. Ende Zitat. Alleine zu diesem ersten Absatz könnte ich einen stundenlangen Kommentar geben. Der Punkt ist, zum Beispiel, wenn man solche Sachen liest und verfolgt, wenn man Tom Fress verfolgt und seine Buchlesungen, die er gemacht hat,
Zum Beispiel Global Vatican, eins der wichtigsten Bücher, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es vom Malteserritter geschrieben ist, echt wahr. Die Analyse, die Tom davon gemacht hat, ist einfach wahnsinnig. Und da geht es teilweise eben auch um die römisch-katholische Kirche in den Vereinigten Staaten von Amerika, die da natürlich in Amerika ganz anders auftreten musste, als sie zum Beispiel in Spanien auftreten kann. Warum? Spanien ist eins der meist katholischen, also der katholischsten Länder überhaupt auf dieser Erde. Ja, noch katholischer als Italien selber, zum großen Teil. Und in Ländern wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten von Amerika, wo damals 1776 zur Gründung der Nation, also der Unabhängigkeit, die Katholiken noch keine 2% der Bevölkerung ausgemacht haben, muss eine römisch-katholische Kirche natürlich ganz anders auftreten. Und Tom hat in seiner Lesung von The Global Vatican es wunderbar erklärt, auch mit Hilfezunahme natürlich von dem, was Francis Rooney in seinem Buch geschrieben hat. Entschuldigung. Dass der John Carroll, der Jesuiten getrennt war, 26 Jahre lang, also Jesuiten getrennt war für 26 Jahre in Saint-Omer, in Paris und auf anderen jesuitischen Institutionen, und der erste katholische Bischof von Amerika war, die Diözese von Baltimore aufgerichtet hat und unter anderem auch das Georgetown, die Georgetown-Universität errichtet hat, dass der eine Unterredung, ob das jetzt der persönliche war oder ein Briefaustausch, spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall war der im Kontakt mit dem Papst und hat dem Papst damals ganz deutlich gesagt: Papst, hör zu. Wir als katholische Kirche hier in Amerika können uns nicht erlauben, dich als oberste Autorität offiziell anzuerkennen. Dann haben wir einen so schweren Stand, dass wir hier niemals Füße auf den Grund kriegen. Dass wir hier niemals den Katholizismus stark machen können. Wir müssen einen nicht römischen, sondern einen amerikanischen Katholizismus predigen hier in Amerika. Und der Papst ist damit einverstanden gewesen, weil er gesehen hat, das ist eine Form der Täuschung, die funktionieren kann. Und sie hat funktioniert. Heutzutage kommt die römisch-katholische Kirche auch in Amerika mehr und mehr deutlich zum Tragen und in Erscheinung als römisch-katholische Kirche. Aber es war eine ganze Zeit lang anders. Und in England war es genau dasselbe. In England musste man ja erstmal wieder probieren, Füße auf den Boden zu kriegen, nachdem die Protestanten ja die Macht an sich genommen hatten. Und gesagt haben: Wir wollen keinen Katholizismus hier und wir verbieten den Katholizismus. Und deswegen die Unterwanderung der anglikanischen Kirche und in Amerika natürlich die Unterwanderung durch diese ganzen, der ganzen protestantischen Denominationen. Daran haben natürlich die Jesuiten ihren Spaß gehabt. Ein Beispiel ist Alberto Rivera, und ihr habt ja vielleicht meine Buchlesung verfolgt, die Heiligen Väter über das Buch von Alberto Rivera, wo er ja deutlich gesagt hat, wie er das zwar nicht in Amerika, sondern in anderen Stellen gemacht hat, in Südamerika und Spanien und so, aber das System ist ja überall dasselbe, wie sie die Kirchen infiltrieren. Und mit dem Ökumenismus, muss ich mal probieren, das Wort richtig auszusprechen, Ökumenismus, versuchen die Kirchen alle zurück Richtung Rom zu bekommen. Ja? Und natürlich, die römisch-katholische Kirche ist da, wo sie eine Mehrheit stellt, ganz anders im Auftreten als da, wo sie eine Minderheit ist. Und es steht hier, dass sie kein Freund der Freiheit ist. Obwohl die römisch-katholische Kirche genau die Kirche ist, die am lautesten nach Freiheit schreit. Wie passt denn das jetzt zusammen? Aber man muss das richtig verstehen. Die Freiheit, die die römisch-katholische Kirche will, ist die Freiheit, römisch-katholisch zu sein. Es ist nicht die Freiheit, die ihr denkt, die es ist. Jesus Christus gibt uns auch Freiheit. Wenn wir ihn als unseren Erlöser anerkennen, macht er uns frei. Aber das ist eine Freiheit, die gibt uns die römisch-katholische Kirche nicht, weil sie predigt einen anderen Jesus. Die Freiheit, die die römisch-katholische Kirche will, ist die Freiheit, römisch-katholisch sein zu können, überall. H.G. Wells schreibt in seinem Buch Crux Ansata die Beobachtung, dass, Zitat, der römische Katholizismus der Welt viele Gesichter zeigt, doch überall einen gezielten Kampf gegen die Freiheit ficht. Ende Zitat. Ja, man versteht halt auch unter Freiheit verschiedene Dinge, wie ich gerade eben versucht habe, euch zu erklären.
Die Jesuiten, die durch das Konzil von Trient ursprünglich mit der Durchführung der Gegenreformation betraut wurden, setzen ihr Werk auch in unserem Jahrhundert, also dem 20., mit wachsendem Erfolg fort. Ja? Einst Ratgeber von Königen wie Jakob II. In England und Ludwig XIV., dem berühmten Sonnenkönig, die sich auf göttliche Rechte beriefen, waren sie oft die Drahtzieher der geschichtlichen Ereignisse, indem sie hinter den Kulissen Ränke schmiedeten und intrigierten. Ganz besonders hinter Ludwig XIV. Er hatte einen jesuitischen Konfessor, also einer, der ihm die Beichte abnahm, mit dem Namen de la Chaise, und der hat ihn dazu gebracht, das Edikt von Nantes zurückzuziehen und 500.000 Hugenotten abzuschlachten. Und dafür zu sorgen, dass 500.000 andere Frankreich verließen. Interessante Geschichte, solltet ihr euch mal für interessieren, solltet ihr euch vielleicht mal durchlesen. Jetzt feiern sie ihr Comeback in einflussreiche Stellungen öffentlicher Einrichtungen. Viele von ihnen konnten sich offen zu erkennen geben, da sie in dem gegenwärtigen Klima geistlicher Gleichgültigkeit wenig zu verbergen haben. Ja, wenn den Leuten das so, ehrlich mit Verlaub gesagt, scheißegal ist, was geistlich auf dieser Welt passiert, weil sie die Bibel nicht lesen, der Bibel nicht folgen, Jesus nicht kennen, Jesus nicht folgen. Ja, dann haben natürlich die Jesuiten wenig zu verbergen. Ne? Dann können sie zum Beispiel auch einen Jesuiten ganz oben die Stelle des weißen Papstes setzen. Papst Franziskus, hallo. Interessiert doch sowieso keinen. Die wissen doch sowieso nicht, womit wir uns beschäftigen. Indem sie Schlüsselpositionen im religiösen Rundfunk, in Erziehungseinrichtungen einschließlich der besten Schulen Großbritanniens, ja selbst in evangelistischen Veranstaltungen bekleiden, sind sie in einer Weise wieder in Erscheinung getreten, die noch vor Jahrzehnten völlig undenkbar schien. Als es noch Protestanten gab, die wussten, was Protestantismus ist, und als es noch Menschen gab, die den und der römischen katholischen Kirche noch auf die Finger geschaut haben. Ja, lass uns jetzt mal Deutschland eben ausnehmen. Die sind ja dem römisch-katholischen Dritten Reich sowas von auf den Leim gegangen. Die kann man da ja nicht gerade mit einbeziehen. Aber der Autor spricht natürlich auch hauptsächlich hier von England jetzt, ne? Oh, Entschuldigung, mal kurz einen Schluck Tee nehmen hier von meinem Ingwerwasser. An der Spitze der Gesellschaft Jesu steht der General, der höchste Machthaber der Jesuiten, oft auch schwarzer Papst genannt. Das volle Ausmaß seiner Macht und seines Einflusses über das Papsttum kann nur sehr wenigen bekannt sein. Doch es ist sehr gut möglich, dass es häufig dasjenige des Papstes selbst übertrifft. Nun, ich habe darüber ja mehr als genügend ausgeweitet in meinen Lesungen von Herrscher des Bösen, in meinen Lesungen von Luther 2017. Da muss ich jetzt nicht mehr allzu viel drauf eingehen. Der Autor geht hier nicht so viel drauf ein und ihr werdet es auch nicht an vielen anderen Stellen hören, aber ich bin davon überzeugt, ich, Jörg, bin davon überzeugt, dass der weiße Papst bereits eine ganze Zeit lang vor 1773, bevor die Jesuiten durch Papst Clemens XIV. Verboten wurden, dass der Papst lange Zeit davor bereits schon ganz stark in den Händen der Jesuiten war. Und das Beispiel von Lorenzo Ricci, das ich ja in Herrscher des Bösen auch erwähnt habe, macht das eigentlich ziemlich deutlich. Man muss eben auch manchmal zwischen den Zeilen irgendwelche Bücher lesen und dann begreift man die Dinge in einem ganz anderen oder besseren Zusammenhang. In der Vergangenheit berüchtigt, aus jedem europäischen Land vertrieben und aus England bis zum Jahre 1902 verbannt, sind die Jesuiten oft als die geheime Armee des Papsttums bezeichnet worden. Das Vorwort zu Edmond Paris' Buch Die geheime Geschichte der Jesuiten enthält eine Warnung an die Kirche, die angesichts der Bedrohung durch die Gegenreformation in der Vergangenheit schon vielfach zum Ausdruck gebracht worden ist. Hören wir uns doch mal an, was Edmond Paris in seinem Buch Die geheime Geschichte der Jesuiten hierzu sagt. Zitat: Der Orden der Gesellschaft Jesu wurde von Ignatius von Loyola gegründet, um heimlich zwei große Ziele für die römisch-katholische Kirche zu erreichen. Das erste Ziel war weltweite politische Macht, das zweite die Aufrichtung der Weltkirche. Die Reformation hatte das römische System ernsthaft geschädigt. Die weitere Marschroute war, außer der Inquisition, Unterwanderung und Durchdringung jedes Lebensbereiches mit dem Ziel, die Gesetze und Lehren und die irdische Macht des Papstes durchzusetzen.
Zu diesem Zweck machten sich die Jesuiten daran, heimlich alle protestantischen Gruppen zu unterwandern, einschließlich Familien, Arbeitsplätze, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten und so weiter. Man kann sogar bis in die Betriebe mit reingehen, in größeren Firmen. Heute haben die Jesuiten diese Mission nahezu abgeschlossen. Und das sagt der Autor von Die geheime Geschichte der Jesuiten, ein Buch aus den 60er oder ich glaube 70er Jahren, 75 ist das rausgekommen. Ja. Die Bibel legt die Leitung der örtlichen Gemeinde in die Hände frommer Pastoren. Doch jesuitische Machenschaften haben über Jahre die Wirkung gehabt, diese Macht auf die Denominationszentren umzuleiten, die Kirche zu verweltlichen und somit protestantische Gruppierungen in die Arme des Vatikan zu treiben. Ende Zitat aus Die geheime Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Zitat: Denn es haben sich gewisse Leute eingeschlichen, für die schon längst das Urteil geschrieben ist. Zitat aus Judas, Vers 4. Pastor James Aitken Wiley, eine Koryphäe, der hat so viele super Bücher geschrieben aus protestantischer Sicht, dass ich gar nicht anfangen will, sie alle aufzuzählen. Rome and Civil Liberty, The Papacy is the Antichrist, a Demonstration und das hier zitierte Buch The History of Protestantism. Das ist, glaube ich, in drei dicken Volumen rausgekommen. Pastor James Aitken Wiley beschreibt in The History of Protestantism, also die Geschichte des Protestantismus, die Jesuiten folgendermaßen. Zitat: Es gab keine Sprache, die sie nicht beherrschten, kein Bekenntnis, das sie nicht mitsprachen. Und so gab es kein Volk, unter dem sie nicht wohnen konnten, und keine Kirche, deren Mitgliedschaft sie nicht erwerben und deren Ämter sie nicht bekleiden konnten. Sie vermochten mit den Lutheranern den Papst zu verfluchen und mit den Covenanters, das ist eine schottische Protestanten des Covenant von 1643, das feierliche Bündnis zu schwören. Der Orden Jesu ist dann am schrecklichsten, wenn er am wenigsten so erscheint. Wenn die Jesuiten aller äußerlichen Mittel beraubt sind, dann schmieden sie die weitreichendsten Intrigen und führen sie mit dem größten Wagemut aus. Ende Zitat. In seinem Buch The History of the Jesuits, also die Geschichte der Jesuiten, erschienen 1897, erläutert A. Nicolini die vier offenen Klassen der Jesuiten und die geheime fünfte Klasse, die zusammen, Zitat, nach dem Bekenntnis des Vater Pellini die Stärke und Kraft der Gesellschaft begründen. Ein Vertreter Roms, vor allem ein Jesuit, erläutert aber nicht sogleich das ganze System seiner Religion, so wie sie wirklich ist, sondern mit diabolischer Geschicklichkeit schmeichelt er sich zunächst in das Vertrauen des Menschen, den er sich zum Proselyten auserkoren hat, gewinnt durch allerlei List sein Wohlwollen und führt ihn dann Schritt für Schritt in die Mauern des modernen Babylon. Ende Zitat. Im Jahre 1551, also während das Konzil von Trient lief, von 1545 bis 1563, Im Jahre 1551 wurden vom Konzil von Trient geheime Anweisungen an die Jesuiten in Paris gesandt. Es gelang, ein Exemplar abzufangen, das für einen Mann namens Thomas Heath bestimmt war, einen Jesuiten, der als Puritaner der orthodoxesten Art auftrat. Diese Anweisungen enthalten den wirksamsten Weg zur Unterwanderung und Zerstörung der englischen Kirche. Zitat: Hört gut zu. Ihr sollt nicht immer nach der gleichen Methode predigen, sondern die örtlichen Gegebenheiten beachten. Wenn Luthertum vorherrscht, dann predigt Calvinismus. Wenn Calvinismus, dann Luthertum. Kommt ihr nach England, dann eins von beiden oder die Ansichten des Johannes Huss, der Wiedertäufer oder irgendeines anderen, nur nicht die Lehren des Heiligen Stuhls oder St. Petri, auf das niemand eure Rolle argwöhne und ihr weiterhin im Interesse der Mutterkirche handeln könnt. Denn darauf hat sich das Konzil geeinigt. Es gibt keinen besseren Weg, die ketzerische Kirche, also die Kirche Englands, zu zerstören,
als durch Vermischung der Lehren und durch Hinzufügung weiterer Zeremonien, die über das gegenwärtig Erlaubte hinausgehen. Ende Zitat. Allein über dieses kleine Zitat könnte man schon ein ganzes eigenes Buch schreiben, ne? Findet ihr nicht auch? Es steht hier drin: Es gibt keinen besseren Weg, die ketzerische Kirche zu zerstören, als durch Vermischung der Lehren und durch Hinzufügung weiterer Zeremonien, sprich Traditionen, die über das gegenwärtige Erlaubte hinausgehen. Der Punkt ist doch: Warum haben wir heutzutage 30.000 verschiedene Glaubensrichtungen, protestantische Glaubensrichtungen, Denominationen? Warum? Weil keine einzige sich an das hält, was den Protestantismus damals eigentlich überhaupt erst vorgebracht hat. Sola Scriptura, die Schrift und die Schrift alleine. Wenn alle protestantischen Denominationen sich darin einig wären, die Bibel und die Bibel alleine als ihre Autorität hochzuhalten, als ihre Gewissensfreiheit hochzuhalten, weil das, darum geht es im Protestantismus, darum geht es darin. Gewissensfreiheit, Glaubensfreiheit, die Freiheit, dass ich den Gott der Bibel so anbeten kann, wie er es von mir wünscht. Wenn all diese Denominationen, diese Glaubensrichtungen, die Bibel hochhalten würden, dann wäre es nicht möglich, 30.000 verschiedene Glaubensrichtungen, die sich protestantisch sind, zu schimpfen, zu haben. Das hätte man nicht. Diese Division ist von den Jesuiten herbeigeführt. Jeder hat etwas anderes betont. Luther betonte was anderes als Calvin, Calvin betonte was anderes als Zwingli, Zwingli was anderes als Cranmer, Cranmer was anderes als Huss und so weiter und so weiter und so weiter. Und daraus sind die verschiedenen Richtungen vorgekommen. Die Lutheraner, die Calvinisten, die Methodisten, die Baptisten, die Anabaptisten und so weiter und so weiter und so weiter. Ich muss ja nicht alle aufzählen. Das war Division. Aber der Körper Christi ist eines in Christus, aber das ist vor allen Dingen durch sein Wort. Und wenn ich Sola Scriptura sage, aber nicht tue, dann habe ich das Problem, dass ich eben diese vielen verschiedenen Richtungen im Protestantismus bekomme. Und dadurch mache ich es dann natürlich auch Leuten, die das infiltrieren, sehr leicht, diese Richtung oder diese Bewegung, diese ganze Bewegung zu zerschlagen, diese ganze Bewegung lächerlich zu machen. Man denke doch nur mal an den Auftritt von Kenneth Copeland damals, vor 2 Jahren, mit dem Bischof Tony Palmer da mit bei, wo sie da über iPhone da das Video mit dem Papst ausgewechselt haben. Ja? Man erinnere sich doch nur noch mal daran, wo der Bischof Tony Palmer da stand und sagte, von der Protest ist vorbei. Es gibt 30.000 verschiedene Denominationen und protestieren tun sie alle nicht mehr. Warum gibt es denn da noch eine protestantische Kirche? Im Prinzip hat er recht. Weil wir uneinig sind über das, was wir eigentlich, wofür wir eigentlich stehen. Ein wirklicher Protestant steht hauptsächlich dafür, dass er positives Zeugnis ablegt für die Schrift. Das heißt nämlich Protest. Pro positiv und Test zu testen. Die Schrift, die Heilige Schrift, immer wieder positiven Testen zu unterziehen. Sie immer wieder, ja nicht in Frage stellen, sondern auf ihrer Basis alles andere in Frage stellen, alles andere positiv zu testen aufgrund der Schrift. Das ist Protest. Und wenn in der Schrift drin steht, wer der Antichrist ist, und ich schreie es nicht von den Dächern, wer der Antichrist ist, dann bin ich auch kein Protestant. So sehe ich das zumindest. Der Antichrist ist das Papsttum. Es war immer das Papsttum, es ist das Papsttum und es wird immer das Papsttum sein. Egal, welche Marionette da oben auf dem Stuhl sitzt, jeder, der da oben auf dem Stuhl saß, sitzt oder sitzen wird, ist der Antichrist der Bibel. Und ich als Protestant sollte meine Mitbrüder und Mitschwestern, die ich ja liebe, sonst bin ich ja kein Christ, davor warnen.
und sollte ihnen erzählen, wer der Antichrist ist und was das beinhaltet. Und das ist die Aufgabe, die ich mir in Stunde der Wahrheit, Hour of the Truth, die ich, Jörg von Joggle 66, mir vorgenommen habe. Und ich werde meine Schnauze nicht halten, bis sie bei mir vor der Tür stehen und mich verhaften. Das kann ich euch ehrlich sagen. Das ist mir wurscht. Ich werde niemals aufhören, auf den Antichristen zu weisen. Auf den Papst und auf das System der römisch-katholischen Kirche, das antichristlich ist. Ich liebe Katholiken. Die Leute, mit denen ich hier in Belgien wohne. Alles Katholiken. Ich kenne gar keine anderen. Oder Atheisten. Liebe Menschen. Wirklich wahr. Aber so verblendet in diesem falschen Glauben, dass es einfach nicht mehr schön ist. Und da kann man doch nur versuchen, die Leute da rauszuholen. Wie es in Offenbarung 18, Vers 4 steht. Kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden. Na gut, ich gehe mal eben weiter in dem Buch auf Seite 138, zweiter Paragraph. Nach Angaben des französischen Autoren Adolphe Michel schätzte Voltaire die Anzahl der Bücher, die durch die Jahre über die Jesuiten geschrieben worden waren, auf ungefähr 6.000 am Ende des 18. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert wurden Bücher und Predigten gegen die Jesuiten und ihre Machenschaften in großer Zahl veröffentlicht. Heutzutage, also wir sprechen jetzt 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, sind es nur noch wenige, die mit großem Abstand voneinander erscheinen. Vermutlich sind unzählige solcher Werke vergriffen und aus den Regalen verschwunden. In theologischen Seminaren und öffentlichen Bibliotheken ist es heute schwierig, eine geschichtliche Darstellung der Jesuiten nach dem Beginn des 17. Jahrhunderts zu finden, vor allen Dingen davor. Die meisten Bücher über die Gegenreformation sind von römischen Katholiken geschrieben, viele von den Jesuiten selbst, zum Beispiel Malachi Martin. Angesichts dessen, dass die Gesellschaft Jesu heute möglicherweise mehr denn je die führende Kraft der römischen Kirche ist, darf all das nicht unbeachtet und unerklärt bleiben. Protestantische Beobachter glauben, dass die Jesuiten in relativ kurzer Zeit das beachtliche Kunststück vollbracht haben, Schulen, Universitäten und theologische Seminare von nahezu sämtlicher geschichtlicher Literatur zu säubern, die vom protestantischen Standpunkt aus geschrieben wurde. Mir wurde, als ich in der Grundschule war, schlag mich tot, irgendwann in der Zeit zwischen 1976 und 1982, Grundschule kam ich 1972, also in der Zeit zwischen, lass uns sagen, 1974 und 1978, ich will das mal auf die Zeit ungefähr begrenzen, da wurde mir noch gelehrt, was die Inquisition war. Das Problem war, wie sie es gelehrt hatten, weil die römisch-katholische Kirche, die Ketzer und Hexer und Hexinnen und Zauberer und was weiß ich alles verfolgt und verbrannt hat, wurde natürlich als die Gute dargestellt. Uns wurde niemals gesagt, dass diese sogenannten Heretiker, dass diese sogenannten Ketzer, dass das bibelgläubige Christen waren. Das wurde uns nicht gesagt. In England und in den Vereinigten Staaten von Amerika war es lange Zeit in der Schule verpflichtet, Fox's Book of Martyrs zu lesen. Von John Fox, das Buch Acts and Monuments. Googelt das mal. Das ist heute schwer zu finden. Und in der Schule wird das nicht gelehrt. Und das ist genau der Punkt, auf den der Autor hier herauskommt. Und ich habe das in Herrscher des Bösen auch schon gesagt. Nach der Aufrichtung der Jesuiten haben sie das Medici-Learning übernommen, also die Medici-Lehr- und Lernmethode, und haben das Lernen gegen das Lernen gesetzt. Und was heißt das? Das Lernen aus der Schrift, aus der Bibel, gegen das gnostische Lernen. Das haben sie gemacht. Und so werden wir heute erzogen und deswegen sehen wir die Bibel, deswegen sehen wir Gottes Wort noch nicht einmal mehr in unserem Leben. Haben die Jesuiten gut geschafft, ne? Unterweisung und Gehorsam heißt der nächste Abschnitt in dem Kapitel, die Jesuiten in unserer Zeit. Erziehung ist der Schlüssel zum Jesuitentum. Ja. Was hat Hitler gesagt? Gebt mir die Kinder und ich gebe euch eine Jugend, die ihr nicht mehr erkennen werdet, ne? Wiederum Nicolini, der schreibt, Zitat, das auffallendste Merkmal jesuitischer Erziehung war und ist,
dass fast alle Personen, die an ihren Schulen erzogen wurden, sich ihnen in besonderer Weise verbunden fühlen und bis zu ihrem Lebensende ihr Möglichstes zur Machtausweitung des Ordens tun. Und diese Kunst, alle ihre Jünger an ihre Gesellschaft zu binden, macht die Jesuiten mächtig und gefährlich, sonderlich in jenen Ländern, wo sie der Regierung oder einer Klasse von Bürgern feindlich gegenüberstehen. Diesen Gedanken möchten wir mit großem Nachdruck betonen. Ende Zitat. Beispiele für solcherlei Unterweisung, mit der sie ihre Schüler an sich binden, finden sich zur Genüge in den Exerzitien, also in den geistlichen Übungen des Gründers der Jesuiten Ignatius von Loyola. In den Regeln für das Denken mit der Kirche steht die Anweisung, Zitat, sei stets bereit, unter Außerachtlassung allen eigenen Urteils mit Verstand und Herzen der wahren Braut Christi zu gehorchen, unserer heiligen Mutter, unserer unfehlbaren rechtgläubigen Herren, der katholischen Kirche, deren Herrschaft durch die Hierarchie an uns ausgeübt wird. Ende Zitat. Bei einem anderen Grundsatz Loyolas mögen dem Leser die Haare zu Berge stehen. Zitat, damit wir alle eines Sinnes und im Einklang mit der Kirche sein, müssen wir, wenn sie etwas als schwarz bezeichnet, was unserem Auge weiß erscheint, es dennoch in gleicher Weise für schwarz erklären. Ende Zitat. Dieser totale Gehorsam, Kadavergehorsam, perende ac cadaver, wie ich in Herrscher des Bösen bereits erklärte, der von jenen verlangt wird, die die Verfassung anerkennen und den Jesuiteneid schwören, und auf den werde ich ja in der Zukunft nochmal draufkommen, geht so weit, also dieser Kadavergehorsam, geht so weit, dass, Zitat, sie es dulden müssen, von der göttlichen Vorsehung, die durch ihre Vorgesetzten wirkt, getragen und beherrscht zu werden, als wären sie ein Leichnam, der es erträgt, in jeglicher Weise getragen und bewegt zu werden. Oder wie die Krücke eines alten Mannes, die dem, der sie in seiner Hand hält, dient, wo und zu welchem Zweck es ihm gefällt. Ende Zitat. Aus dem Buch Documents of the Christian Church, also Dokumente der christlichen Kirche, von Sir Henry Bettinson, Seite 361 bis 363. Dieses Maß an Übung und Zucht und völliger Unterwerfung unter den Orden, gekoppelt mit erbarmungsloser Zielstrebigkeit, hat sich in diesem wie im letzten Jahrhundert in Form von absoluter Macht ausgezahlt. Abraham Lincoln und die Jesuiten. Ein interessantes, leider viel zu wenig besprochenes Kapitel hier, aber da werde ich vielleicht in der Zukunft mal drauf eingehen, wenn ich das Buch bekomme, das einer mir angeboten hat, 50 Jahre in der Kirche Roms von Charles Chiniquy. Weiter möchte ich da jetzt hier nicht drauf eingehen. Ich kann euch nur sagen, Abraham Lincoln, das geht so tief, wenn man das richtig versteht, dann versteht man die amerikanische Geschichte wirklich unglaublich gut. Also Abraham Lincoln und die Jesuiten auf Seite 140 in dem Buch Alle Wege führen nach Rom. Der ehemalige römisch-katholische Priester Charles Chiniquy, der in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts große Teile der katholischen Bevölkerung von St. Anne in Illinois zum lebendigen Glauben an Christus allein führte, war ein Freund und Vertrauter von Präsident Abraham Lincoln. Er war nicht nur ein Freund und Vertrauter. Das sage ich euch eben dazu. Abraham Lincoln war der Anwalt, der Charles Chiniquy rausgehauen hat, als die Jesuiten Chiniquy verurteilt sehen wollten. Das beschreibt er alles in seinem Buch, 50 Jahre in der Kirche von Rom. In seinem Buch 50 Years in the Church of Rome, also 50 Jahre in der Kirche Roms, beschreibt er seine letzte Begegnung mit Lincoln vor dem Attentat. Der Präsident sprach von seiner Vorahnung, dass, Zitat, Gott mich durch die Hand eines Attentäters zu sich rufen wird. Ende Zitat. Er gab seinen Gefühlen Ausdruck und offenbarte einen tiefen Glauben. Zitat von Abraham Lincoln. Ich sehe den Sturm kommen und ich weiß, dass seine Hand darin ist. Ich glaube, ich bin bereit. Ich bin nichts,
Doch die Wahrheit ist alles. Ich weiß, dass ich recht habe, weil ich weiß, dass die Freiheit richtig ist. Denn Christus lehrt sie und Christus ist Gott. Ende Zitat. Er sprach von seinem nahe bevorstehenden Tode, nachdem ihm Nachrichten von seinem Brief erreicht hatten, in dem Papst Pius IX., Pio Nono, an Jefferson Davis, den Präsidenten der Südstaaten, eine Parteinahme im Bürgerkrieg für den Süden zum Ausdruck brachte. Er wusste, dass die Veröffentlichung dieses Briefes sein Todesurteil bedeutete. Zitat: Auf mein Leben, also Abraham Lincoln, auf mein Leben sind so viele Anschläge geplant worden, dass es ein wahres Wunder ist, dass sie alle fehlgeschlagen sind, wenn wir bedenken, dass die große Mehrheit von ihnen in den geschickten Händen der römisch-katholischen Mörder waren, die offensichtlich ihre Ausbildung bei den Jesuiten erhalten hatten. Die Jesuiten sind in solchen Bluttaten so erfahren, dass König Heinrich IV. Sagte, es sei unmöglich, ihnen zu entkommen, und er fiel ihnen zum Opfer, obwohl er alles Erdenkliche tat, um sich zu schützen. Mein Entrinnen aus ihren Händen, nachdem der Brief des Papstes an Jeff Davis 1 Million Degen schärfte, um meine Brust zu durchbohren, wäre mehr als ein Wunder. Doch ebenso wie der Herr kein Murren von Moses Lippen hörte, als er ihm mitteilte, dass er vor der Überquerung des Jordan für die Sünden seines Volkes sterben müsse, so hoffe und bete ich, dass er kein Murren von mir hören wird, wenn ich für meine Nation fallen werde. Ende Zitat. Präsident Lincoln wurde in Washington am 14. April 1865 umgebracht. Brigadegeneral Thomas Harris, ein Mitglied der Militärkommission, die das Verhör und die Verurteilung der beschuldigten Verschwörer durchführte, war überzeugt davon, dass die römisch-katholische Hierarchie in dem Attentat mitschuldig und mitbeteiligt war. Er schrieb das Zitat: Klare Beweise vorlegen, dass die Jesuitenverräter, die in dem entlegenen Dorf St. Joseph im fernen Minnesota für die Ausbildung von Priestern verantwortlich waren, im Briefwechsel mit ihren Brüdern in Washington City standen und Nachricht erhalten hatten, dass der Plan zur Ermordung Präsident Lincoln greifbar war, dass Handlanger zu seiner Durchführung gefunden waren und dass der Zeitpunkt feststand. So sicher waren sie sich des Gelingens, dass sie ihn 3 bis 4 Stunden vor der Tat als durchgeführt verkünden konnten. Ende Zitat von Brigadiergeneral Thomas Harris, Rome's Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln. Ein super Buch, und da wird ganz detailliert beschrieben, wo und wie diese Leute das tatsächlich Stunden vor dem gelungenen Attentat verkündet haben. Kann man nachlesen. Und es gibt noch ein weiteres Buch von Burke McCarthy, auch über den Tod von Abraham Lincoln, das ich euch ebenfalls anbefehlen kann, euch mal runterzusuchen und vielleicht zu lesen. Und wenn ihr Englisch könnt, dann schaut euch mal auf meinem zweiten Kanal die Videoserie an, Behind the Door, ne, hinter der Tür. Unter anderem geht es da, glaube ich, einmal um, weiß ich jetzt gar nicht, ob es um Lincoln geht, aber es geht einmal um der Feind Amerikas entmaskiert, so heißt das dann übers Deutsche übersetzt, oder die Präsidenten Buchanan, Taylor und Harrison, die auch alle ermordet wurden. Und ich glaube, es gibt auch eins von Abraham Lincoln alleine, bin ich jetzt nicht ganz sicher, müsst ihr mal schauen. Aber sehr interessant, die Geschichte von Abraham Lincoln. Der nächste Abschnitt dieses Buches heißt Die Nationalsozialisten und die katholische Kirche, die katholische Hierarchie. Ja, da kann ich euch jetzt schon drüber sagen, da kommt hier nicht so wahnsinnig viel drin vor. Ich hätte da normalerweise wahrscheinlich eine ganze Menge mehr drüber zu sagen, aber das Kapitel geht noch ein paar Seiten. Wer Englisch kann, bitte schaue sich meine Lesung des Buches Behind the Dictators an, hinter den Diktatoren. Und ich stand da schon in Kontakt mit Andreas, der ja die Übersetzung von Herrscher des Bösen so wunderbar gemacht hat, dass er sich vielleicht in der Zukunft bereit erklärt, das Buch mal ins Deutsche zu übersetzen, weil das ist Ausdruck, das gibt es nicht mehr, das gibt es nur noch als PDF im Internet, und in Deutsch gibt es das schon gar nicht, und ich würde das eigentlich ganz gerne mal in Deutsch bringen, aber das ist halt eine
Übersetzungsarbeit, wo der arme Andreas wahrscheinlich eine ganze Zeit lang dran sitzen will. Aber ich würde mich freuen, wenn er es macht. Die Nationalsozialisten und die katholische Hierarchie. Leute, wenn ihr hier jetzt gut zuhört, dann lernt ihr eine ganze Menge mehr über das Dritte Reich, als was ihr jemals in der Schule gelernt habt. Hitler und Himmler waren stark von den Jesuiten beeinflusst, ebenso Mussolini, dessen Beichtvater Jesuit war. Dr., und hier steht im Buch das verkehrt, J.H. Lehmann, das ist L.H. Lehmann, das ist Leo Herbert Lehmann, weist in seinem Buch Behind the Dictators darauf hin, dass der Jesuitenpater Stempfle für Hitler Mein Kampf schrieb. Als Ghostwriter, also Geistschriftsteller, wie auch immer, streitet Stempfle in diesem Buch für die Unstrittigkeit katholischer Dogmen, für die intolerante Haltung katholischer Erziehung, die Notwendigkeit blinden Glaubens, ja, blinder Glaube, blinder Gehorsam und die Unfehlbarkeit des Papstes. Von Leo Herbert Lehman, Behind the Dictators. Ein Buch, das 1942, also in der Mitte des Zweiten Weltkriegs, erschien. Ich sag's euch, sehr interessant. Und ich habe das ganze Buch gelesen auf meinem Kanal, bevor ich dieses hier veröffentliche. Edmond Paris zitiert in The Vatican Against Europe, also der Vatikan gegen Europa, Hitlers Gefährten Hermann Rauschning mit den Worten, er habe Hitler sagen hören, dass er am meisten vom Jesuitenorden gelernt habe. Zitat: Bis jetzt hat es nichts Beeindruckenderes auf Erden gegeben als die hierarchische Struktur der römisch-katholischen Kirche. Ein Großteil dieser Struktur habe ich in meine eigene Partei, NSDAP, übernommen. Ich werde dir ein Geheimnis verraten. Ich bin dabei, einen Orden zu gründen. Ende Zitat aus dem Buch Hitler Madi von H. Rauschning, 1939 erschienen. Der Titel des Buches Hitler Madi heißt auf Deutsch Hitler hat mir gesagt. Hitler wird auch mit den Worten zitiert, Zitat: In Himmler sehe ich unseren Ignatius von Loyola. Ende Zitat. Walter Schellenberg, ebenso wie Josef Goebbels, Jesuitenschüler, der den Sicherheitsdienst der SS leitete und in Nürnberg für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt wurde, sagte, Zitat: Die SS ist von Himmler nach den Grundsätzen des Jesuitenordens aufgebaut worden. Dessen Vorschriften und die geistlichen Übungen des Ignatius von Loyola waren das Vorbild, das Himmler genau zu kopieren suchte. Ende Zitat aus dem Buch Der Vatikan gegen Europa von Edmond Paris, 1961. Und hier, jetzt wird's interessant, etwas, was ich auch in dem Buch Behind the Dictators aufgedeckt habe. Himmler, also Heinrich Himmler, dessen Onkel, der Jesuitenpater Gebhard Himmler, der war die rechte Hand des Jesuitengenerals Halke von Ledokowski, gehörte nach Angaben des Autors von Edmond Paris, Zitat, zu einer Familie, die der Kirche vollständig ergeben war. Seine Stellung als Reichsführer der SS entsprach derjenigen eines Jesuitengenerals. Und die gesamte Strukturierung war eine genaue Nachahmung der hierarchischen Ordnung der katholischen Kirche. Ende Zitat. Ebenfalls aus Der Vatikan gegen Europa, The Vatican Against Europe von Edmond Paris. Ja, der Onkel von Heinrich Himmler war ein Jesuit und hat den Heinrich Himmler gesteuert. Der war auch nur eine Puppe. Alle waren sie Puppen. Hitler gelenkt von Franz von Papen, Malteserritter, und Himmler gelenkt von seinem Onkel, Jesuitenpater Gebhard Himmler. Die Nationalsozialistische Partei kam an die Macht durch die Einwilligung der katholischen Zentrumspartei in Deutschland und durch die höhere Taktik des Vatikans. Die Zentrumpartei ist übrigens, wenn man sich das ganz genau anschaut, nichts weiter als ein Vorläufer der heutigen CDU. Werkzeuge dieser Taktik waren Reichskanzler Franz von Papen, Malteserritter, und der päpstliche Nuntius Monsignore Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII. Dieser Nuntio Monsignor Pacelli war
päpstlicher Nuntio in Deutschland von 1917 bis 1929. Und dann wurde er Staatssekretär im Vatikan und später Papst Pius XII. Er war ein hohes Tier im Vatikan, als der Laterane Vertrag mit Mussolini 1929 unterzeichnet wurde. Und er hat zusammen mit Franz von Papen im Juli 1933 das Konkordat zwischen dem Deutschen Reich, dem Dritten Reich und dem Vatikan unterzeichnet. Von Papen trug viel dazu bei, Hitler die erforderliche Zweidrittelmehrheit zu verschaffen. Er unterzeichnete auch das Gesetz, das Hitler zum Staatsoberhaupt machte, und er war dafür verantwortlich für das wichtige Konkordat mit dem Papst im Jahre 1933, das ich bereits erwähnte eben. Das Konkordat war seine beachtlichste Errungenschaft und die Krönung seiner engen Zusammenarbeit mit Pacelli und dem Vatikan. Von Papen erklärte, Zitat: Hört gut zu. Das Dritte Reich ist die erste Macht der Welt, die die erhabenen Grundsätze des Papsttums nicht nur anerkennt, sondern in die Tat umsetzt. Ende Zitat. Als Pius XII. Wurde Pacelli berüchtigt für sein Stillschweigen angesichts der nationalsozialistischen Gräueltaten und von Papen für seine Kunstfertigkeit, mit der es ihm gelang, jede Verantwortung dafür von sich zu weisen. Papst Pius XII. Steht bei dem heutigen Papst, also Johannes dem Zwei, Papst Johannes Paul II., obenan auf der Auswahlliste zur Heiligsprechung. Johannes der 23. ernannte von Papen, der unfasslicherweise in Nürnberg freigesprochen worden war, zum päpstlichen Kammerherrn. Freigesprochen. Wie ehrlich war wohl das Tribunal in Nürnberg? Die Ausübung der Macht, der Befehlsapparat von Catholic Action, ist der nächste Abschnitt in Die Jesuiten unserer Zeit in dem Buch Alle Wege führen nach Rom. Nur mal eben zu eurer Information: Das Englische habe ich bereits vor ein paar Tagen aufgenommen. Das dauert 51 Minuten, aber ich habe noch 5 Seiten zu lesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Seiten zu lesen. Also, das wird wohl nicht ganz hinhauen. Aber ist mir wurscht. Das Video interessiert mich nicht. Das, was ich lese, finde ich wichtig. Und das, was ich kommentiere, finde ich wichtig. In seinem Buch Memorial of the Captivity of Napoleon at St. Helena, also zur Erinnerung an die Gefangenschaft von Napoleon auf St. Helena, Band 2, liefert der französische General Montholon eine Beschreibung der Gesellschaft Jesu. Diese Beschreibung wird auch oftmals dem ehemaligen Kaiser von Frankreich, Napoleon selbst, zugesprochen, dass er sie in seinen Memoiren geschrieben hat. Zitat: Die Jesuiten sind eine militärische Organisation, nicht ein religiöser Orden. Ihr Oberhaupt ist der General einer Armee, nicht der Abt eines Klosters. Und das Ziel dieser Organisation ist Macht. Macht in ihrer tyrannischsten Ausübung. Absolute Macht, weltweite Macht. Macht, die Welt durch die Willensäußerung eines einzelnen Mannes zu beherrschen. Jesuitismus ist die absolute Form des Despotismus und gleichzeitig der größte und ungeheuerlichste Machtmissbrauch. Ende Zitat. Viele protestantische Wächter hatten die Jesuiten für ebenso Viele protestantische Wächter halten die Jesuiten für ebenso mächtig und aktiv wie je zuvor. Ich persönlich sogar noch als viel mächtiger als je zuvor. 1965 beschrieb sie Avro Manhattan, ein Fachmann und übrigens auch Malteserritter, für den Bereich Katholizismus und Politik als den Sturmtrupp der katholischen Kirche und bemerkte dazu, es sei, Zitat, äußerst bezeichnend, dass sie in zwei traditionell englischsprachigen protestantischen Ländern, nämlich Großbritannien und den USA, ihr größtes Kontingent haben. Ende Zitat aus dem Buch
von Avro Manhattan, Vatican Imperialism in the 20th Century, also vatikanischer Imperialismus im 20. Jahrhundert. Jesuiten bekleiden höchst einflussreiche Posten in der Regierung. Doch ist es nicht leicht, sie zu erkennen. Um ein Beispiel zu nennen, Vernon Walters war Reisebotschafter für mehrere aufeinanderfolgende US-Regierungen und viele Jahre lang hochrangiger Unterhändler des Weißen Hauses. In Washington hat er einen Kurs der Zurückhaltung und Vorsicht gesteuert, ist Berufungen zur Macht aus dem Wege gegangen und hat sich darauf konzentriert, Spitzenpolitikern zu dienen. Er war am Stonyhurst College und an französischen Jesuitenschulen unterrichtet worden und wurde von dem vormaligen Staatssekretär Alexander Haig als ein Mann beschrieben, der, Zitat, im Hinblick auf seinen Lebensstil einem Mitglied des geistlichen Standes gleicht. Ende Zitat. Vernon Walters, hört gut zu, war kurz vor und nach der Wiedervereinigung Botschafter in Bonn. Gibt es einen unter euch, der den 3. Oktober wirklich feiert? Tag der Wiedervereinigung? Ich war damals in Berlin am 3. Oktober 1990, bin spezial aus Brüssel dahin gefahren, um das zu feiern. So gehirngewaschen verblödet war ich damals. Heute sehe ich das durch die richtigen Augen und sehe, wie betrogen ich im Grunde damit wurde. Also, dieser Vernon Walters war kurz vor und nach der Wiedervereinigung Botschafter in Bonn, Stonyhurst College und französische Jesuitenschulen. Da weiß man doch, woher der Wind weht, wenn man Augen hat zum Sehen und Ohren hat zum Hören. Einfluss in der Kirche, so fährt der Autor fort. Ein weiterer Schüler der jesuitischen Eliteschule Stonyhurst College, wie also Vernon Walters, ist der führende englische Charismatiker Charles Whitehead. In einem Zeugnis, das er während seines FGBMFI, ja, also das erinnert ihr euch vielleicht noch, das hatten wir schon mal gelesen im Kapitel 1, ja, das ist schon lange her, ich habe mir das extra nochmal rausgesucht. In Kapitel 1 lasen wir über das FGBMFI, das sind die Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Ja. Also, ein weiterer Schüler der jesuitischen Eliteschule Stonyhurst College ist der führende englische Charismatiker Charles Whitehead. In einem Zeugnis, das er während seines FGBMFI, Geschäftsleute des vollen Evangeliums, Reisedienstes gab, hat er einen jesuitischen Hintergrund offenbart. Er ist mit einer Anglikanerin verheiratet und hat den Vorsitz der katholisch-charismatischen Erneuerungsorganisation in Großbritannien und auch für Nordeuropa inne, worüber er dem Vatikan regelmäßig Bericht erstattet. Seine parakirchlichen Aktivitäten, insbesondere seine Rolle als Präsident einer Ortsgruppe der FGBMFI, haben großen Einfluss auf viele protestantische Führer ausgeübt, die durch ihn in eine ökumenische Richtung gelenkt wurden. Fernsehauftritte im Jahr 1991 weisen den Weg für seinen Aufstieg aus der nationalen Bühne als katholischer Laienführer der charismatischen Kirche, die sich unter der ökumenischen Führung George Careys zur ernstzunehmenden Kraft entwickelte. David Elton, dessen parlamentarischer Kampf gegen die Abtreibung ihm unter den Evangelikalen großen Einfluss verschafft hat, wurde von franziskanischen Mönchen getauft und von den barmherzigen Schwestern und den Jesuiten unterrichtet. Nach Angaben der Sunday Times-Autorin Elizabeth Grice spottet Elton über die Behauptung, er sei ein Mitglied der römisch-katholischen Mafia, das seine Anweisungen aus Rom bezieht. Er bezeichnet sich als ökumenischen Christen und ist wie Charles Whitehead mit einer Anglikanerin verheiratet. Obwohl er hauptsächlich die Gottesdienste an der Liverpooler römisch-katholischen Kathedrale besucht, geht er gelegentlich auch in eine anglikanische Kirche in Edge Hill. Zitat: Viele Teilnehmer der Gründungsveranstaltung der neuen Bewegung christlicher Demokraten im November 1990 in London
waren Pro-Vita-Leute, die sich während der Anti-Abtreibungskampagne in David Altons Büro gemeldet hatten. Ende Zitat. Schreibt eine katholische Zeitung oder schreibt die katholische Zeitung The Universe. Die Bewegung wurde von Alton und seinem römisch-katholischen Mitparlamentarier Ken Hargraves mit der Zielsetzung gegründet, wieder christliche Werte in das politische Leben Großbritanniens zu bringen. Und auch um, Zitat, ein wertvolles Bindeglied zu allen anderen christlichen Parteien auf dem europäischen Festland zu schmieden, wie beispielsweise zu jenen in Italien, Deutschland, Belgien, Luxemburg, Holland und Österreich sowie ihre neuerlichen Entsprechungen in Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei. Ende Zitat aus dem Catholic Herald vom 10. August 1990. So viel scheint gewiss. Der dauerhafte Nachkriegserfolg der christlich-demokratischen Parteien in Europa, ja, wann hat die CDU in Deutschland denn mal nicht regiert, hat den Vatikan überzeugt, dass Sozialdemokratie mit christlichem Gepräge der Weg in die Zukunft sei, besonders nach dem spektakulären Versagen des Kommunismus. Die Jesuiten haben mit Hilfe von Catholic Action und anderen Formen politischer Aktivitäten und Druckmittel eine Schlüsselrolle in der Vorbereitung dieses Erfolgs in Westeuropa gespielt und schicken sich an, das Gleiche im Osten zu wiederholen. Der Papst hat besonders an die Gesellschaft Jesu appelliert, Priester für Osteuropa auszubilden, um der römisch-katholischen Kirche, wie the European es nennt, eine Führungsrolle in der politischen Neuordnung Osteuropas zu geben. Ein Zitat, das wir nachlesen können in The European, 14. bis 16. Dezember 1990. Time Magazine berichtet im gleichen Monat, also Dezember 1990, dass jesuitische Experten Mitte Dezember 1990 in Rom zusammengekommen seien, um diese Aufgabe zu planen. Die Jesuiten unterrichten gegenwärtig 1,8 Millionen Schüler und Studenten an Schulen und Hochschulen in aller Welt und gelten als die geistige Elite, deren Schüler die Crème der katholischen Gesellschaft bilden. Sie stellen außerdem die größte missionarische Körperschaft innerhalb der katholischen Kirche dar. Ein Zitat, das wir lesen im Time Magazine vom 10. Dezember 1990. Neue Strategie, neue Ideologie, andere Mittel, aber gleiches Ziel. Während sich in Europa die Christdemokratie für den Vatikan bewährt hat, stützt sich die Strategie der Jesuiten in Mittelamerika mehr auf den Marxismus und die Befreiungstheologie. Die in Denver, Colorado beheimatete Organisation Concerned Christians lenkte das Augenmerk auf jesuitische Aktivitäten in lateinamerikanischen Ländern im Jahre 1989. Jesuiten halten ungeachtet der marxistischen Ausrichtung hohe Ämter in der sandinistischen Regierung in Nicaragua, hieß es in der Zeitschrift US News and World Report. Andere haben ein Netzwerk von Arbeiterpriestern aufgebaut und sind tief in revolutionäre Entwicklungen in El Salvador, Guatemala, Brasilien und anderswo verwickelt. Sie spielen eine Hauptrolle in der großen theologischen Offensive, die Marxismus und römischen Katholizismus unter dem Banner der Befreiungstheologie zusammenfasst. Der Papst nannte die Befreiungstheologie, Zitat, nicht nur rechtgläubig, sondern von verfälschenden Bestandteilen gesäubert, sogar notwendig. Ende Zitat. Sie wird von wachsamen Christen weithin als das angesehen, was der Jesuitenschüler und Marxist Fidel Castro Ende der 70er Jahre gefordert hatte. Zitat. Ein strategisches Bündnis zwischen Religion und Sozialismus, zwischen Religion und Revolution. Ende Zitat. Castros Standhaftigkeit hat er, wie man jetzt erkennen kann, doch wohl mehr dem Vatikan als dem Kreml zu verdanken. Mehr der Religion als der Revolution oder dem Sozialismus. Fidel Castro ist Jesuiten geschult und ist ein Jesuit selbst.
Ecclesia Militans. So, der nächste und letzte Teil des Kapitels 12, die Jesuiten in unserer Zeit. Aus alle Wege führen nach Rom. Ecclesia Militans. Cardinal Manning, Katholikenführer in England gegen Ende des 19. Jahrhunderts und unerschütterlicher Befürworter der päpstlichen Unfehlbarkeit, hielt 1870 vor den jesuitischen Vätern eine bewegende Rede. Er rief zum Kampf auf und nannte das Angriffsziel für das 20. Jahrhundert. Zitat von Life of Cardinal Manning. Groß ist der Siegespreis, für den ihr kämpft. Eines Soldaten Auge und eines Soldaten Herz würde sicherlich intuitiv England als Kampffeld auswählen. Kein ergiebigeres und edleres ließe sich finden. England ist eine führende Kraft des Protestantismus, das Zentrum seiner Bewegung und die Festung seiner Macht. Ist der Protestantismus in England geschwächt, ist er anderswo gelähmt. Ist er in England besiegt, ist er auf der ganzen Welt besiegt. Ist er hier erst einmal vernichtet, ist alles andere nur noch Kleinkrieg. Die ganze Welt läuft an einem Punkt zusammen. Und hat man diesen Punkt erreicht, dann ist die ganze Welt dem Willen der Kirche unterworfen. Ende Zitat. Die Bibel gibt uns eine deutliche Warnung. In Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 29 lesen wir, Zitat: Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Ende Zitat. CRIB mahnt die Kirche ebenfalls zur Wachsamkeit. Zitat: Jesuiten oder zumindest Männer mit jesuitischer Ausbildung stehen erstmals in der Geschichte unseres Landes in den einflussreichsten Führungsrollen. Als religiöse Rundfunkgestalter, als Kapläne in Großbritanniens besten Schulen und Erziehungseinrichtungen und als Redner, Lehrer, Organisatoren in den führenden halbkirchlichen Organisationen. Ihre Ernsthaftigkeit und die Kühnheit ihres Glaubens an ihr Vorhaben sind unumstritten. Das ist es gerade, was die Situation so gefährlich macht und weshalb es so notwendig ist, dass der Wächter Alarm gibt. Das Ziel des Papsttums und seiner geheimen Armee ist das Gleiche, das es immer gewesen ist. Die Weltherrschaft, unter die sich jeder Mensch beugen muss. Die ökumenische Bewegung ist nicht auf die freie evangelische Botschaft Christi und auf die Ausgießung des Heiligen Geistes gegründet. Sie wurde auf den finsteren Korridoren des Vatikan von dem jesuitischen Kardinal Bea ausgebrütet. Diese Bewegung ist die jüngste Äußerung jenes Systems, das, wie die Schrift sagt, nach göttlichem Willen zerstört werden wird, wie wir in Offenbarung 17, Verse 16 bis 18 nachlesen können. Die Heilige Schrift warnt uns wiederholt und eindringlich vor der Verführung in unserer Mitte. Zitat: Denn es hatten sich einige falsche Brüder eingedrängt und eingeschlichen, um die Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu Knechten zu machen. Ende Zitat. Galater, Kapitel 2, Vers 4. Und wir schließen das Kapitel ab mit dem 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 13 bis 15. Zitat: Denn diese Leute sind falsche Apostel, unehrliche Arbeiter und verkleiden sich zu Aposteln Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Besonderes, wenn sich auch seine Diener als Prediger der Gerechtigkeit verkleiden. Ihr Ende wird ihren Taten entsprechen. Ende Zitat. Das war das 12. Kapitel aus Alle Wege führen nach Rom. Und wie wir langsam wohl festgestellt haben, sind alle Wege, die nach Rom führen, die Wege, die in die Verdammnis führen. Und wenn ich dafür wähle, einen dieser Wege auf dieser Erde zu gehen, dann gehe ich den Weg in die Verdammnis.
aber ich habe eine freie Wahl bekommen. Wenn der Vater mich ruft zu Jesus Christus, kann ich die Tür aufmachen und kann seinem schmalen Pfad folgen. Der schmale Pfad, der Weg, der Jesus Christus ist. Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg, das Leben und die Wahrheit, und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Bewandle ich lieber die breite Straße, die nach Rom führt, in den Abgrund, oder bewandle ich lieber die schmale Straße, den schmalen Pfad, der in den Himmel führt, zu Jesus Christus, zu meinem Erlöser, der für mich am Kreuz gestorben ist, der für mich sein Blut am Kreuz vergossen hat und der mir ewiges Leben schenkt. Und der mir gesagt hat, dass ich in dieser Welt durch Schwierigkeiten gehen werde. Aber wenn ich mein Leben hier nicht liebe, ich das ewige Leben durch ihn bekommen werde. Okay, das war Alle Wege führen nach Rom, Kapitel 12, die Jesuiten in unserer Zeit, besprochen und vorgelesen von Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, danke für eure Kommentare. Gott hüte, beschütze und segne euch. Bis dann, Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den Siebten, jenen Innozenz den Dritten, jenen Bonifatius den Achten, jenen Alexander den Sechsten, Gregor den 13., Pius den 9. Ich sehe ihre lange Folge, ich höre ihre unerträglichen Lästerungen, ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel, ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, ihre zölibatären Beichtväter. Ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl. Ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen. Ich höre die verlogenen Absolutionen. Ich höre die Todesseufzer. Ich höre die Schreie der Opfer. Ich höre die Ansprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte. Ich sehe die Folter. Ich sehe die Verliese, die Scheiterhaufen. Ich sehe die unmenschliche Inquisition, jene Feuer von Smithfield, jene Gemetzel der Bartholomäusnacht, jene spanische Armada, jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Kriegen, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe das ganze System. Und im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahin geschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat. Gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. Jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normalgesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt und ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes und
weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi auf Erden hinstellt. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht, dann sollen wir die Personen lieben, auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Die ökumenische Bewegung, die sie rühmen, ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert in die christliche Kirche hereingekommen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft.